Hallo und herzlich willkommen zurück zu Digital 3. So, passenderweise wegen unserer momentanen FPS-Beobachtung habe ich gerade gestartet und wir haben Regenfall und da schießt es jetzt wieder hoch statt runter. Wir machen mal auf vierfache Geschwindigkeit, nur aus Beobachtungszwecken jetzt. Ups, da bin ich gerade durch die Mauer gefahren. Hab die Krachen nicht gehört. Normalerweise heißt das ja, gedenk dran, wenn es kracht, hast du noch einen halben Meter Knautschzone. Nee, also beim Regen gibt es keine Probleme, außer dass es halt ein bisschen komisch aussieht jetzt gerade so. Jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Ja, da ist gerade auch jemand umgekippt. Aber was ich sagen muss, es läuft deutlich flüssiger. Boah, was ist denn los jetzt hier? Es läuft deutlich flüssiger. Kannst du mir was Schönes? Krank, gut, geht sich heilen. Wenn ich auf vierfache Geschwindigkeit mache und halt gerade unten Wetterereignis ist, ruckelt es nicht mehr. Es gab ab und zu mal Ruckler noch in der älteren Version. Es läuft jetzt aber von der Kamerasteuerung her super, super flüssig. Kann man echt nicht meckern. Und nein, Leute, keine Sorge, es ist jetzt kein Fazitvideo und danach höre ich wieder auf, sondern ich mache jetzt weiter. So. Was brauchen wir denn für die nächste Stufe? 2.8, das dauert noch ein bisschen und 17.5 dauert auch noch ein bisschen. Dann werden wir uns jetzt aber erstmal um den Ausbau der Bäckerei kümmern. Und der dicke alte Mann hat doch tatsächlich jetzt gerade, weil er noch offscreen noch ein bisschen mit ein, zwei anderen Leuten geschrieben hat, hat er doch tatsächlich vergessen zu gucken, wie er die Routen einrichten möchte. Aber gut, dann machen wir es halt gemeinsam. So, Gebäude aufwerten. Für 1,4. Ach, der Neubau war 2,9. Entschuldigung. Da bin ich durcheinander gekommen. So, können wir jetzt schon freischalten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, müssen wir erst warten, bis die Aufwertung abgeschlossen ist. Hat man hier auch Bauarbeiten? Nö. Ihr arbeitet weiter. Das ist in Ordnung. Immer her mit dem Geld. Und es gibt hier auch schöne Verkäufe vor Ort. Das ist in Ordnung. Könnte man mal mit wegen der Kundenzufriedenheit... Die hatte ich schon drin, die Kundenzufriedenheit. Okay. Na gut, dann beschleunigen wir mal. Oh, kommt wieder Regen. Andauernde Regenfälle. Ein Angestellter hat einen neuen Beruf. Ich sehe nur immer keine Überflutungen. Ein Angestellter hat ich habe aber auch nichts dagegen, wenn die nicht da sind. Ein Gebäude wurde so, da ist es fertig. Das gucken wir uns gleich mal an. Da sind ja einige neue Texturen hinzugekommen. Sehr schön. Oh, hier auch mit Außenofen. Der ist mir vorher nie aufgefallen. Und einem Wasserrad ohne Fluss. Hm. Ah, nee, halt, Moment, Entschuldigung, das ist ein Laufrad. Das ist kein Wasserrad, Entschuldigung. Aber ich frage mich, wozu? Ich meine, eine Mühle haben wir doch schon. Oder wird hier nochmal irgendwie manuell... Wir sind schon wieder aufgestiegen. Vielleicht wird er nochmal manuell... Sag doch, wie heißt das denn jetzt das Wort? Gemahlen, genau. Ja gut, wenn wir jetzt aufgestiegen sind, können wir uns mal angucken, was er jetzt kann. Stadtgarde einteilen. Änderung Gesetz. Öffentlich ächten. Aber kerkerhaft verlängern ist nicht mehr, wa? Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Mal vorsichtig aber gucken, ob das jetzt einfach woanders gelandet ist. Nö, ist nicht mehr. Ist weg. Hier kann man noch kräftig einkaufen sogar, theoretisch. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Immer mal so 20.000, also ein bisschen was mehr als 20.000 zu sammeln. Dann da ordentlich reinklotzen, dass man schon mal einen ordentlichen Puffer an Einflusspunkte hat und dann wieder ein bisschen Geld sammeln, aufsteigen. Okay. Ich glaube, das öffentlich Ächten ist neu, möchte ich meinen. Kostet 200 Einflusspunkte, holla die Waldfee. Wenn jemanden öffentlich ächtet, dann kann diese Person von jedermann auch mit illegalen Mitteln angegangen werden. Die Stadtwachen werden dies dann nicht als eine Straftat ansehen. Wow. Das finde ich mächtig. Das ist sogar sehr, sehr mächtig, finde ich. Damit kannst du den Landesherr legal töten, wenn das funktioniert, wenn es Erfolg hat. Kann ich mir... Ja, mit Erfolgswahrscheinlichkeit. Dafür ist Einschüchtern und Charisma erforderlich. Aha. Sehr gut. Gefällt mir. Ist zwar auch saumäßig gefährlich, wenn man an die KI denkt. Die wird es wahrscheinlich ständig machen, wenn sie soweit ist.
Das heißt, wir dürfen jetzt nicht mehr aufsteigen. Wir müssen dauerhaft den Platz Kerkermeister besetzen. So, Annes Routen haben wir gesagt. Wir fangen einfach mal an mit Hufe zur Mühle, damit hier nicht mehr ständig diese Engpässe kommen. Sagen dann aber auch in den Lagerregeln, dass er die Beschaffung dann aufhören kann, aber ab einer gewissen Menge wieder verkaufen kann. Also, Hufe. Hufe Nummer 1, wo man merkt, eine zweite wird auf jeden Fall erforderlich für die Fleischerei später, damit wir Fett und Fleisch und alles ranbekommen. So, dann würde ich sagen, machst du Gerste. Sicher. Du bleibst bei Wasser. Und wir sagen in den Lagerregeln, dass nichts weiter beschafft werden soll. Haben wir schon, okay. Gut. Aber Lagerregeln soll er sowieso nicht mehr einhalten. Doch kann er. Fällt mir gerade ein. Er kann Lagerregeln einhalten. Wir sagen aber, dass das Verkaufen von Gerste und das Verkaufen von Weizen eingestellt werden soll. Und Wasser soll ab einer Menge von 60, nee, ab einer Menge von 40 verkauft werden und darf Maximum 80 innehaben. Ich hoffe, der macht es dann jetzt auch. Die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. So, die Kühe müssten ja eigentlich automatisch mitverkauft werden. Und da fällt mir ein, wir können ja noch... Ja, stimmt, wir können ja noch aufwerten, ne? Mal gucken hier, Landwirtschaft 3. Nämlich Bauernhof machen und hier Gutshof. Aber andererseits finde ich es auch irgendwo sinnvoller, wenn man pro Warenbelieferungskette, sage ich jetzt mal, so nenne ich es jetzt einfach mal, eine Hufe hat. Andauernde Regenfälle sorgen für Überflutungen. Dann kann man dann nämlich auch deutlich die Mengen anpassen. So, und jetzt sehe ich gerade, Gerste ist immer zweimal, Weizen ist immer einmal. Das heißt, wir werden da ziemlich krasse Überproduktion drin haben. Jetzt fehlt hier gerade Wasser, er ist aber schon fast voll, okay. Dann wird die Produktion halt mal kurz stocken, ist jetzt aber kein Problem, denke ich. Gut. Ist jetzt erstmal ein Zwischenschritt. Man kann mich auch schon mal das Lager ein bisschen herlaufen. Was? Unsere Frau Gattin? Warum? Jemand. Ha! Garde ist mit mir! Moment, greift die mich an? Nee, gut. Aber krass, dass es zwei Gardisten brauchte, um sie fertig zu machen hier. Hallo? Die da. Was sind die für Werte? Boah, okay. Gut, uns wurde was vorgeschlagen. Viele beenden. Gerne. Gut, zurück zum eigentlichen Thema. Die Mühle. Oh, gleich mal reparieren. Könnte man sich jetzt erstmal nur auf Weizen und Gerstenmehl konzentrieren. Und das wiederum bringen wir dann in die Lagerscheune, die eigentlich ein Lagerhaus ist. Kann man hier auch theoretisch... Können wir hier einen weiteren Vorgleich reinholen? Nein. Die Räder rollen. Komm mal rein hier. Die müssen wir auch wieder Leinsäcke einkaufen lassen. Nee, warte mal. Ganz anders. Das machen wir sowas von anders. Wir haben doch Fuhrknechte in der Scheune. Dann sagen wir nämlich ihm jetzt, er soll Weizenmehl herstellen, er soll Gerstenmehl herstellen. Wir sagen per Lagerregeln, dass Gerste und Weizen nicht mehr eingekauft werden. Ach schade, verkaufen geht nicht, wenn zu viel drin ist. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Dann überfüttern wir das ja. Nee, das muss ich dann doch anders machen. Da muss ich doch ihn immer hin und her schicken. Entschuldigung. Einen neuen Berufsgrad erreicht. Jemand muss ich... hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Darf ich dann jetzt? Ja? Danke. da muss ich dann doch ihn immer hin und her schicken. Von der Hufe zur Mühle. Nee, von der Hufe zum Markt zur Mühle. Und von der Scheune lasse ich jemanden kommen. Das wäre besser. Ja, dann kannst du hier aufhören. Diesmal erwische ich die Nager. Und du bist raus. Bis zum Essen ist das fertig. Ja, bis zum Essen bist du der König, da hast du recht. So, dann kommst du mal eben zurück nach Hause. Karren knarrt.
Kannst du abladen? Ja. Kannst du mitnehmen? Wo? Kannst du wegbringen. Hier stehe ich. Auch wenn du gerade Feierabend hast, ist mir jetzt aber gerade Wumpe. Achs und Radbruch. Du musst halt Überstunden machen, mein Lieber. Oh, sieht aber alles noch gut aus hier. FPS auch. Hat der echt schon einen Pferdekarren? Okay. Wartet mal, wenn der einen Pferdekarren hat. Und los geht's. Pass mal auf, das regeln wir jetzt mal so. Moment. Nochmal kurz raus. Auch das hier mal kurz zur Übersicht. Ihr seid ein Visionär. So viel dazu. Okay. Handelsrouten einrichten. Stimmt ja. Neues Fenster. Schon wieder total vergessen. Okay, wir fangen bitte an bei unserer Mühle bestes Mehl. Nee, tun wir nicht. Die kommt zum Schluss dran. Das ist immer so. Ich klicke auf irgendwas und es passiert was. Etwas, womit ich nicht rechne. So. Aber wir fangen auch nicht beim Markt an. Wir fangen bei unserer Hufe an. Dann fügen wir noch den Markt hinzu. So passt das. Dann sagen wir jetzt hinzufügen bei der Hufe Gerste und Weizen. Mit jeweils 20. Das ist in Ordnung. Genau. Dann sagen wir am Markt Leinensäcke. Ach, guck mal hier, alle wichtigen Waren gleich schon vorsortiert. Das sehe ich ja jetzt erst. Ja, schön. Das ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. So, und hier bitte abladen jeweils. Natürlich müssen wir noch die Mengen anpassen. Muss immer auf die Zahl klicken hier. So. Und Gerste. Zack. Das war falsch rum. So. Jetzt aber hier. Und dann müssen wir noch ein bisschen weiterführend machen. Hier müssen wir nicht heute das Umfuhrknecht ausmachen, der von der Lagerscheune aus losmarschiert. Dann müssen wir sie noch benennen. Die Mehlroute. Bestätigen, haben wir ja gelernt. So, irgendwo ein Denkfehler? Ich glaube nicht, ne? Außer, dass es jetzt natürlich noch ein bisschen sehr viel ist hier. Von den Mengen her. Aber wir gucken einfach mal. Vielleicht wird es ja doch verbraucht in der ganzen Zeit. Dann sage ich jetzt mal speichern. Mehlroute bestätigen. Viel Spaß. Lass mich mal losdüsen. Eine ganz zur Not können wir doch noch einen dritten einstellen, der sich dann noch um eine Mehlsorte weiter kümmert. Vermutlich wird es Gerstenmehl sein, weil von Gerste kommt immer ziemlich viel rein. So, warte mal. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, klar, ist ja auch nichts da. Hau mal das hier weg, bitte. So, jetzt müsst ihr ja zum Markt fahren. Sehr schön. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, ja, ja. Bleib ruhig. Hat er auch gemacht. Oh, es waren gar nicht so viele da. Oh. Sag mir nicht, wir müssen die wieder selber herstellen. Ja gut, ist aber auch mein eigenes Problem, weil ich ja auch jedes Mal nur 4 Dynastien reinnehme und dann doch nicht selbst baue. So. Ich will nur gucken, ob alles vernünftig läuft hier. Ja, alles abgeladen. Also da sind die Lagerregeln anscheinend nicht im Weg. Vermute ich jetzt einfach mal. Und wenn doch, keine Ahnung, was dann? Gut. Die Einkaufskosten sind schon mal eingespart. Jetzt sagen wir der Lagerscheune. Sagen wir das der Lagerscheune oder sagen wir es gleich dem Bäcker? Wie viel Platz haben wir denn hier im Bäcker? Was produzieren die überhaupt? Die gehen trotzdem nur auf Hartkekse. Brötchen wären mir lieber. Vor allem, da ist so viel Fett gerade vorhanden. Da ist nur ein Brötchen im Markt. Leute, kommt schon. Brauchen wir noch irgendwas anderes dafür? Nee, wir können eigentlich... Eigentlich könnten wir einen weiteren anstellen.
Denn das mache ich jetzt auch. Dann wirst du nämlich Honig sammeln. Du machst Candace draus. Und du produzierst Hartkekse. Du wiederum produzierst Brötchen. So und nicht anders. Jetzt versucht er sich an die Lagerregeln zu halten. Verarbeitet es wohl gerade erstmal. Also selbst die automatische ist ja mittlerweile auf die manuelle Produktion geeicht sozusagen. Also das funktioniert ja. Das hatten wir ja schon in der alten Version festgestellt. Was er jetzt aber nicht, was sie jetzt ja nicht beachtet. Ach, sie ist noch die. Nee. Oder doch? Ich glaube, sie ist noch die alte Fuhrknechtin, wa? Ich glaube, sie hat jetzt nicht beachtet, dass hier schon Sachen auf Vorrat sind, ne? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube. Wartet mal. Nix da. Stopp, stopp, stopp. Wir machen Gerstenbrot und Brötchen, denn beide benötigen dieselben Rohstoffe. Wird erledigt. Hallo. Ey. Lasst uns da einen Scheffel drauflegen. Muss ich gerade ein bisschen die linke Maustaste mal ein bisschen vergewürzgurgeln. Du kommst mal zurück, bitte. Dann lassen wir einfach die Carola per Lagerregeln handeln, die wir dann noch dementsprechend jetzt anpassen werden. Wenn uns hier noch schön beliebt machen mit den ganzen Produkten. Außer mit dem Candies. Der wird ja dann gleich weg sein. Dann nimmst du nämlich jetzt hier die Brombeeren mit. Und das Wasser. Honig können wir auch gleich noch verkaufen gehen. Sehr schön. Nee, Quatsch. Wasser brauchen wir noch. Entschuldigung. Ein Angestellter hat einen neuen Berufs. Dann kannst du jetzt gleich hier den Honig mitnehmen. Den braucht man nämlich nicht, ne? Genau, es sind nämlich exakt die gleichen Rohstoffe, nur andere Mengenverhältnisse. Das finde ich super. Los geht's. Darauf hätte ich mal bei den letzten Speicherständen kommen sollen, wa? So, wie sieht's aus in der Mühle? Ja, überfüllt sich ein bisschen. Aber ich glaube, der Verbrauch ist relativ gut. Weil, wie gesagt, zur Not müssen wir halt nochmal einen einstellen, der Gerstenmehl produzieren wird. Falls Gerste zu schnell reinkommt. So, sie ist da. Stehe bereit. Sie ist da. Dann erhöht er das. Die Produktion wurde unterbrochen. Los geht's. Was, welche wo? Die Mühle wieder. Na klar, jetzt fehlen gerade ein bisschen die... Boah, viel zu wenig Leinsäcke. Jutesäcke. Leinen. Viel zu wenig. Die müssen wir doch selber herstellen. Darf ich gerade wieder? Nee, darf ich nicht. Muss ich erst wieder aufsteigen? Moment mal. Jetzt bin ich verwirrt. 4 von 4? 5 von 5. Okay. Aber kann sein, dass da gerade 4 von 4 stand, dass es nicht aktualisiert war, oder? So, du nimmst nochmal weiter Honig mit. Dann haben wir mir schon mal das Lager leer gemacht. Eine Dynastie hat euch die Fehler. Oh, schön. Ist ja lange nicht mehr passiert. So, sie ist angekommen. Sehr schön. Mal, wie sieht's mit euch aus? Habt ihr vielleicht doch mal Bock auf Frieden? Hm? Ja. Sehr schön. Wo ist er? Mäuschen? Hallo? Du da? So. Stehe bereit. Zack. Meine Sohlen dampfen schon. Ich bin gerade beschäftigt. Ich bin so doof. Ich habe die ganze Zeit als Chefo hier arbeiten lassen. Und wie ich gerade sehe, geht viel zu wenig Transport raus, wa? Pass auf. Ich sage, dass mindestens 60 vorhanden bleiben sollen und dass es verkauft werden darf. Genauso wie beim Weizen. 60 und verkaufen. Damit Manfred das wegbringen darf. Ich hoffe, er denkt auch dran. Schauen wir so. Und dann hoffentlich aber auch die manuelle Route von der Mühle das trotzdem mitnehmen kann. Schawupp, sehr schön. Und sollten wir dann später noch eine weitere Mühle benötigen,
wissen wir jetzt ja schon mal, dass die eine Hufe hier zwei Mühlen locker versorgen kann. Wir aber definitiv noch Leinensäcke brauchen. Das ist echt, echt heftig. Dann geht jetzt die ganze Kette wieder flöten, weil wir zu wenig Leinsäcke am Markt haben. Alltagsgegenstand. Die Produktion war das, ne? Wurde unterbrochen. Ja, gerade mal 7 Säcke hier. Aber jetzt, wo doch auch die Nachfrage steigt, müsste doch auch die Produktion steigen, euer oder? Ansehen ist gewachsen. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Die macht die ganze Zeit nichts. Verdammt. Nein. Ach, weißt du was? Ja, mit 1,9 Puffer ist doch ein bisschen wenig, ne? Ach komm, egal. Hier, mach es. Tu es! Wohin? Achso, ja. Dich wollten wir ja auch mal befehligen hier. Dass du... auf jeden Fall das Mehl aus der Scheune holen musst. Überlege ich gerade nur, ist es... Nee, Quatsch. Du nicht. Du. Entschuldige bitte, das ist später am Abend. Wieder einmal. Und ich bin dann halt auch ein bisschen durch den Wind heute. So, wie nennen sie? Mehl. Zulieferung. Oh, ich sehe die Buchstaben teilweise. Ich sehe die Buchstaben teilweise gar nicht. Mehr Zulieferung. Wer ist krank? Urknecht. Konnte die Route nicht beenden. Ja, das ist nicht normal. Das wird eventuell an den fehlenden Leinsäcken liegen. So, wir sagen, dass unsere Scheune Lagerverkauf, unser Lager, was aussieht wie eine Scheune, dann bitte aus der Mühle, da. Wir geben die Mühle nach oben, hinzufügen. Ah, hier muss ich jetzt natürlich einzeln raussuchen. Alltagsgegenstände. Ich hoffe, ihr hört gerade nicht meine Waschmaschine. Nee, tut ihr nicht. Gut. Wartet mal, ich muss jetzt mal ein bisschen langsamer machen hier. Tut mir leid. So, dann müssen wir aber zwischendurch noch am Markt anhalten. Den... Ach, da können wir eigentlich gleich den Olvensetter nehmen, wenn wir eh schon da hinten sind. Das ist in Ordnung, ja. Dann bitte noch Fett mitnehmen und Wasser mitnehmen. Leider kaufen, ja. Von der Hufe aus nehme ich es nicht mit. Aus Prinzip nicht. Das Wasser jetzt übersehen? Weicher? Bin ich blind? Ich bin bestimmt gerade einfach nur blind. Sag mal. Wasser, wo bist du hin? Wo sind die Wassereimer? Hä? Muss mich mal anders hinsetzen hier. Ich habe jetzt bestimmt schon 10.000 Mal dran vorbeigeguckt. Ihr sitzt bestimmt so da und denkt euch, wie blind ist der? Ach, natürlich bin ich blind. Was sonst? Also, wir brauchten Gerstenmehl, wir brauchten Fett, wir brauchten Wasser. Mehr nicht, ne? Genau. Dann ab noch zum Bäcker. Rostige Riebele. Und da kannst du dann bitte komplett alles abladen. Bestätigen. Etwa hier unten. Bestätigen. Und wo ist das Mehl? Da ist es. Richtige Sorte, richtige Sorte. Bestätigen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall als nächstes um Leinsäcke kümmern. Was wiederum bedeutet, wir brauchen den Heilkundler, um Flachs um Flachs zu holen, und wir brauchen den Schneider. Wird nicht günstig, aber ist auch so vom Entwickler gewollt, dass man die Betriebe miteinander verbindet.
So, habe ich jetzt alles soweit richtig bedacht? Ja, wie gesagt, die Mengen passe ich noch an. So. Was? Benötigt mehr freie Inventarslots. Ah, sehr schön. Ja gut, klar, dann kriegt er natürlich noch ein Pferd jetzt. Sie. Pass auf. Du kommst mal hier rüber zum Markt. Bin schon fast da. Ja, das ist schön. Dann nehmen wir auch gleich noch den Tageswechsel wahrscheinlich. Ich mache ein ganz kleines bisschen länger heute. So. Gucken wir mal, was wir dir so geben können. Alltag. Ach, sind wir schon. Ankarren. War ein Slot mehr, ne? Zwei sogar. Hm. Normales Pferd war aber auch mit einem Slot, oder? Nee, war ohne. Dann bräuchten wir, wenn dann schon, das Reitpferd, was auch ziemlich teuer ist eigentlich, aber auch schneller ist. Nee, kriegt so ein Handkarren fertig ist. Einer reicht. Ach, ich vergesse das jedes Mal, dass es auch so geht. Stillstand ist Rückschritt. Dann lauf mal nach Hause. Wie der Wind. Wir lassen das jetzt erstmal laufen, gucken dann nochmal in die Mühle rein, die sowieso jetzt in Stocken kommen wird. So. Ich kann jetzt echt nur hoffen, dass das Wirtschaftssystem wirklich so funktioniert, dass hier gleich zum Tagesbeginn wieder ordentlich was nachgeschossen wird, eben weil jetzt der Bedarf höher ist. Also Bedarf und Nachfrage steigen, also müsste die Produktion eigentlich steigen, das wäre zumindest das Logischste. So, zack, da waren die FPS wieder weg. Ich würde echt interessieren, auch wie das jetzt bei Hummel rauskommt. Ob denn bei ihm oder bei ihr, ich weiß es gar nicht, ob er oder sie, feststellen kann, dass seine FPS immer bei dem Tageswechsel so krass einbrechen und danach sich nicht mehr fangen. Ach genau, klar, die Produktion ist unterbrochen, das macht Sinn. Die Lagerregeln wollten wir noch einstellen. Brötchen verkaufen, keine Brombeeren beschaffen, kein Wasser beschaffen, kein Fett beschaffen. Verkaufen können wir es aber auch nicht mehr leider. Das ist natürlich wieder doof. Da muss ich wirklich drauf aufpassen. Ansonsten muss ich zwischendurch noch sagen, dass sämtliche, das ist eine Idee, fällt mir gerade ein, sämtliche Überschüsse, die dann noch da sind, noch in die Lagerscheune zu bringen. Das werde ich gleich mal einstellen. Hardkicks verkaufen. Honig nicht. Kann das nicht. Mohnblume nicht. Weingeist nicht. Weizenbrot kann erstmal drin bleiben. Produzieren wir eh nicht. Gut. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, ich weiß. Und dann sagen wir ihr jetzt, dass sie bitte die Lagerregeln einhalten soll. Obwohl, nö. Sagen wir nicht. Die kann da jetzt versauern. Weil... Wir sagen natürlich, dass die Brötchen und die Gerstenbrote in größeren Mengen mit fetten Rabatten angeboten werden sollen. Wir wollen doch beliebter werden. Komm, machen wir gleich 10% fertig ist. Sobald dann die Produktion wieder läuft natürlich. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Fett. Das ist gerade hier Mangelware. Das kann ich jetzt natürlich eigentlich auch über den Schlachter dahin bringen, dann brauche ich das nicht einkaufen, ich Depp. Die Produktion wurde unterbrochen. Boah, auch mal reparieren. Und wenn wir die nächste Hufe haben, beziehungsweise die jetzige ausgebaut bekommen, könnten wir vielleicht auch einen Teil der Einkäufe hier an Tieren wieder einsparen. Eigentlich auch eine Idee. Ja, ich habe die letzten Male echt immer ein bisschen sehr schnell gemacht. Wodurch dann einige Sachen einfach mal unerwähnt blieben, beziehungsweise unbedacht waren auch von mir teilweise, muss ich wirklich gestehen. Jetzt türmt sich hier wieder das Mehl. Und ich habe immer noch nicht El Chepo rübergeschickt, Mensch. El Chepo, komm mal ran hier. Du? Ich bin gerade beschäftigt. Dahin. Ihr werdet erledigt. Zack, 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 zack.
Zack. Wird erledigt. Ja, ich weiß, mein liebes Handy, es ist schon wieder soweit. Na. Also es gehen ordentlich Weizenmengen auch raus, aber es geht halt auch eine ordentliche Menge weiter in die Mühle. Und viel, 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 viel zu wenig Leinsäcke. Gut, also passen wir jetzt auf jeden Fall hier die Menge wieder an. Euer Ansehen ist gewachsen. Ich meine, eigentlich braucht man nur Gerste, ne? So. Abladen alles. Ja, das ist in Ordnung. Ich habe mir jetzt gerade mal die Warnungen durchgelesen, aber das ist ja in Ordnung, wenn viel weniger eingeladen wird, als ausgeladen werden soll. Das ist grundsätzlich in Ordnung so. Er zeigt es ja auch nicht als Fehler an, von daher alles gut. Speichern. Ja. Und zack. Benötigt mehr Inventar-Slots? Was? Nein. Und doch gar nicht. Er hat doch 4. Die Produktion wurde unterbrochen. Wir nehmen 2 Gerste mit. Laden 20 ab. Warum haben wir dann zu wenig Inventarslots? Komm, wie ist der was? Nehmen wir das jetzt mal völlig raus hier, also komplett raus. Jetzt meckert er immer noch rum, okay. Ist doch jetzt aber kein Problem, wenn wir da zu wenig haben, um es abzuladen. 2, ne? Tätigen. Speichern. Hat dann nicht mehr meckert. Ach, als er derzeit besitzt. Ja, klar, logisch. Wie denn auch, wenn er komplett voll ist hier? Nee, du komm mal zurück. So. Lad mal einfach hier die Leinsäcke ab. Dann nimmst du mal Weizen noch mit. Jetzt die Gerste noch ab. Nochmal Weizen. Ich stehe so, bereit. Zack. Auf direktem Boot. Zack. Los geht's. Klar. Habe ich jetzt nicht bedacht. So, war ein 1000 Taler teurer Fehler. So schnell wie der Wind. Ja, dann brauchen wir bloß noch Gerstenmehl zu produzieren da. Bring das dann rüber. Jetzt hat er nämlich nicht gemeckert. Weil er hatte ja jetzt den Platz im Inventar. Aber gut, dass das System das beachtet. Finde ich in Ordnung so. Was ist? Ach Mensch, Mäuschen, das habe ich dir schon wieder vergessen. Geh mal nach Hause. Ja. Hier bin ich. So, und du kriegst jetzt den Job eines Gerstenbäckers. Wird erledigt. Gerstenbrotbäckers, so. Zack, ja. Zack. Entschuldigung. So, ihr Lieben. Wie gesagt, ein bisschen Überlänge ist da. Beim nächsten Mal machen wir dann wirklich die Optimierung dieser Handelsrouten, wenn dann noch die Schlachterei mit anbieten, damit wir das Fett nicht mehr einkaufen müssen. Die Produktion wurde unterbrochen. Das ist in Ordnung so. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet doch morgen wieder rein. Ciao.